Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wusstet ihr eigentlich, dass dieser Typ hier ein verdammtes Arschloch ist? Ein richtiges verdammtes Arschloch. Ja, ihr fragt euch wieso? Ich sag euch wieso. Ich probiere das hier gerade offscreen aus und dann bekomme ich eine Rubine, obwohl ich alles getroffen habe. Ich glaube, bei dem hackt's. Ja, egal. Wir machen jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter. War jetzt bestimmt falsch. So müsste es stimmen. Und rufen gerade mal hier Salia an mit unserem Ocarina-Handy. Willst du mit Salia sprechen? Ja. Hallo, Haber. Ich bin es, Salia. Hörst du mich? Großartig, du hast es geschafft. Ich wusste, dass ich wieder von dir hören würde. Ich bin im Waldtempel. Die Geister des Waldes haben um Hilfe gerufen, also bin ich dorthin geeilt. Aber hier lauern überall bösartige Kreaturen. Hilf mir, Haber. Willst du noch einmal mit Salia reden? Nope. Wir gehen jetzt am besten mal in... ja. Und so. In die verlorenen Wälder. Ich finde das jetzt hier jetzt... Ja, natürlich ist es nicht so schwer, das rauszufinden, aber wir werden nachher was Gemeines sehen. Zwar, das ist, glaube ich, auch öfters so ein bisschen das Problem noch in dem Spiel. Und zwar ist das einfach teilweise das... Also ich drücke gerade durch, dass das Spiel jetzt nicht so extrem hoch pusht. Normal läuft das dann... Also normal läuft das Spiel auf 17 FPS. Wenn ich es hoch pushe, dann läuft es auf... ja, 60. Aber wenn ich Laufen gedrückt halte, dann läuft es auf 30 und dann bin ich jetzt nicht ganz so schnell, kann mich trotzdem relativ gut bewegen. Nur, ich denke, ihr wollt nicht unbedingt sehen, wie ich hier nach Goronia laufe. So, was soll dieser Grafikbug hier? Was hat er zu bedeuten? So, jetzt sind wir da. Da gibt es auch noch eine Skulptur für uns. Ich hoffe, ich falle hier jetzt nicht runter. Hört sie schon, da seht ihr sie auch. Muss mich hier nur richtig hinstellen. Fick dich. Geht's bei Rot hoch? Jawohl. Man kann die bestimmt auch irgendwie von unten bekommen, aber... Ja. Ich mach's auf meine Art. Aber so die Art ist scheiße, dann wäre das vielleicht doof, dass ich so mache. Aber ich probiere das jetzt mal so. So. Und dann... Ja, muss ich halt hier entlang laufen. Reicht das schon? Ja, dürfte reichen. So, du hast deine goldene Skulptula zerstört und erhältst dafür ein Skulptula-Symbol. Nein, weg. Oh, jetzt sind wir doch runtergefallen. So was Dummes. Ist aber nicht schlimm, dann weiß ich wenigstens, wo es hingeht. Kann man noch gucken, ob hier vielleicht irgendwas... Hallo? In den Krüfen lauert. Ja, perfekt. Bisschen Heilung tut immer gut. Und dann hier nach rechts. Ja, und da geht's ja dann auch schon rein. Wir hören die schöne Musik. Wirklich wunderschön, die Musik. So, und hier kann man übrigens so ein bisschen spickeln. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es auf 720p seht, aber wenn ich hier auf Original spiele, praktisch, also den ich spiele, finde ich, gucke, jetzt kann man hier sehen, dass es reingeht. Das finde ich irgendwie cool. So. Wer ist denn das? Ach, das ist ja wieder... Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen, auch wenn Sie Kukiri-Kleidung tragen. Ich habe Salia versprochen, Sie vor allen Gefahren zu schützen. Oh, so ein Gentleman. Oh, und tatsächlich, es funktioniert sogar. Wunderbar, weil, naja, ich probiere das so aus, als ich gespielt habe. Und ja, genau, dann passiert einfach nichts. Man muss, wenn man ihn anvisiert, passiert nichts. Oder habe ich ihn gerade anvisiert? Nee, habe ich nicht. Warte. So sehe ich ihn an. Okay, es passiert doch was. Naja, aber manchmal schlägt die einfach nicht aus. Und wenn das es nicht tut, ist das, finde ich, ziemlich gemein. Aber naja, das liegt wahrscheinlich einfach noch an N64 und so.
Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnerst du mich an jemanden. Ja, du erinnerst mich auch noch an jemanden. Ja, das war ja der Typ, der sich zum Dekobam lassen wollte. Naja, ihr kennt den, ihr wisst ja bestimmt, dass Kokiris ja nicht erwachsen werden. Wir sind gar kein Kokiri, sonst wären wir ja nicht erwachsen. Wir tragen nur ihre Kleidung, darum hatten wir ja auch am Anfang keine Fee. Und, ja, die Skulptur hier gleich noch mitgenommen. Weiß gar nicht. Ist hier irgendwo was? Können wir ja auch noch gucken. Ich leg mal hier. Nein, das war falsch. Eine Bombe. Ja, wobei, das wäre auch mega lame, wenn die hier ein Loch hätten, aber... Alter! Ich drück doch nach unten. Bisschen Bomben verbrauchen hier. Nach unten drücke ich, okay. Nö, ich glaube nicht. Dann gehen wir hier wieder. Und machen uns auf in Richtung Waldtempel. Wo kamen wir denn her? Wir kamen, glaube ich, von da. Also probieren wir es mal. Da. Sieht es nicht so schlecht aus. Was wäre denn dort? Ach, da ist falsch. Das sieht man, das geht so komisch nach innen. Aber das war auf dem N64 natürlich nicht sichtbar. Ist ja klar. Komm. Und, na toll, für 5 Rubine habe ich das jetzt gemacht. Vielleicht noch Herz oder so. Kein Herz für Link. Da geht's wieder rein und da ist ein Stein und hier, totlata, da ist falsch und hier auch falsch. Ui, ich glaube, wir können nur hier. Ich bin ja im in der Zelda-Mod schon an den in den Wäldern verzweifelt. Hier geht das jetzt zum Glück, weil man es doch sieht, aber naja, viel Spaß den Leuten, die das auf dem N64 gezockt haben. So, was ist denn hier los? Oh, so verkauft wie dies. Ich wollte den nicht scannen, ich wollte ihn... Hä? Ich kann das nicht, oder was? Ich hab das nicht so drauf. Aber normal kaufen die eh nichts Wichtiges. Na komm, wir gehen wieder. Die sind eigentlich keine wichtigen. Sieht falsch aus. Sieht auch falsch aus. Sieht aber auch falsch aus. Wir sind falsch. Ja, ich hoffe, ich verirre mich hier nicht. Das wäre ja richtig derbe Scheiße. War hier irgendwo nochmal eins, wo... Das ist falsch. Und das ist falsch. Nee, das ist richtig. Da kamen wir. Ich glaube, ich muss einfach jetzt dann den Schritt wagen. Auch wenn das hier noch richtig ist, hier. Falsch. Also da geht es halt irgendwo dann rein. Das muss ja nicht falsch sein. Wir müssen ja irgendwann ein neues Terrain betreten. Aber ich hoffe halt, dass wir jetzt nicht zurück nach Kokiri oder so kommen. Und natürlich Kokiri-Wald. Da wieder nochmal hinfinden. Verdammte Scheiße. Wieso muss das sein? Ich mag das nicht. Das ist gemein. Lalala. Ach, hier kamen wir doch von den Goronen raus. Oder? Gucken wir mal. Schön, und dann sind wir wieder hier lang. Ja, da sind wir lang. Wird's Nacht oder warum wird das so finster hier? Der gibt uns keine Wegbeschreibung, oder? Können ja mal fragen. Hallo? Nö, macht er nicht. So ein Dreck. Mm-mm.
So, zur Orientierung, hier war das. Und dann hier, okay. Wir sind gerade ausgegangen, oder? Ja, naja, da waren wir jetzt auch schon irgendwie. Na, ich weiß irgendwie nur, dass ich nicht links war. Ich gehe mal da rein. Ich glaube, ich bin gerade ausgelaufen. Falsch. You failed. Das war falsch. So. Bisschen höher die FPS, bitte. Ja, gehen wir mal da rein. Warum auch immer. Es scheint richtig zu sein. Und was will der Navi schon wieder von uns? Ist jetzt auch egal. Wir sind hier nämlich richtig. Ah. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit du dich... Achso. Damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke Z und stelle dich gleich in die richtige Richtung. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Hast du dich richtig hingestellt? Halte Z gedrückt. Und laufe seitwärts um die Ecke. So kann dir niemand... So kann... Oha. Fette Typen. Da Funk! Die sind nicht nur fett, die sind auch hässlich. Naja, nett von dem Typ. Wie soll ich jetzt da rauskommen, bitte? Boah. Jetzt chill dein Leben und dreh dich um, komm. Ja, Navi. Ich frage mich, was in Kokiri gerade passiert. Auch um Salia mache ich mir Sorgen. Ja, dreh dich um, Bitch, komm. Bitte, 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 lauf weg, lauf weg. Ja, mit dem riesen Mega-Viech hier rechnet auch kein Schwein. Also mal ehrlich, oder? Boah, Mann. Jetzt dreht sich um. Hallo! Nein! Ich konnte nicht auf die Seite laufen. I hate it, I hate it. Los! Lauf weg! Ja, danke, komm. Passt es vielleicht mal bald. Ja, dann mach halt in die Richtung. Ich verliere nur Herzen ohne Ende, das ist gar nicht schön. Was habe ich eigentlich dabei? Achso, ein rotes Elixier. Das ist ja cool. Ich sollte um die Ecke schlugen. Nein! Fick dich! Fetter Gnom, Pipi. So, und... Warum? Warum nur wird es dem Typ erlaubt? Der hat keine Befugnis dazu, mich zu verletzen. Ha! Da sagst du nichts mehr, du. So weit genug weg, um ins nächste Dings zu gehen. So. Und dann nochmal einer. Oh ja. Wie viele denn noch?
Bah, die sind so hässlich. Was sind das für Viecher? Vielleicht hätte ich mich jetzt an die vorbei quetschen sollen, hätte ich mir zwar wieder ein Herz verloren. Aber der Typ wäre mir nicht auf den Sack gegangen. Oh, ich schätze, ich muss das sogar tun. Ah, Mann! Diese Aufgabe fuckt ab. Das sage ich jetzt einfach so. Macht denn der? Ich weiß nicht, wenn ich mich vor dem schütze. Was passiert hier? Ich war da doch schon lang drin. Alter. Puh. Dummer Typ. Sag mir nicht, dass ich in die falsche Richtung gelaufen bin. Bitte. Nee, an sich nicht. Ich muss nur in das Wasser. Doch so wird das nichts. Ich sehe es doch voraus. So kann das doch nichts werden. Läuft jetzt in die Richtung, wo ich bin? Hier. Dann trickst du ihn noch aus und komm jetzt von der anderen. Geht nicht. Wichser, ihr seid solche Wichser. Und ja, dieses Wort beschreibt es sehr genau. Und der Vier. Los. Du Dummbeutel. Ein Stückchen weiter solltest du noch laufen. Und dann haben wir es endlich, auch wenn es da nochmal so ein Typ ist. Ich sehe es kommen, wir werden jetzt noch sterben. Nein, werden wir nicht. Zum Glück, auch wenn wir jetzt ewig gebraucht haben. Wir sind da. Oh, wunderschöne Textur. Also für N64-Spiel. Was macht Link? Der hat so ein Zinken. Oh. Da ist ja sie wieder. Schicker? Nee, das glaube ich, so hieß das Volk. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Klar, wir haben die Ocarina of Time, hallo? Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zurück zum Waldtempel. Bringt es jetzt bei... Oh ja, die hat eine Harfe. Ah, oben links. Ach so, das ist immer sogar mal was anderes. Darf ich jetzt?
voll den Milchbart. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Aber wir werden uns wiedersehen. Ja. Oh, sie hat uns mit einer Dekunus paralysiert und ist verschwunden. Oh, die schöne Musik fängt wieder an. So, und ich glaube, um hier reinzukommen, brauchen wir auch so einen coolen Haken. Naja, für was ist der Baumstumpf denn sonst da? Auch wenn wir nicht hochkommen. Ha. Mit mir nicht, meine Freunde, mit mir nicht. So. Und wir sind oben. Jo. Dann würde ich sagen, wir starten im nächsten Part sofort in den Waldtempel. Ja, viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Auch wenn ich nicht glaube, wer ja, weil ich sehr so gefällt habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.